Bei russischen Beschüssen der beiden ukrainischen Städte Kiew und Charkiw kamen am Dienstag mindestens 5 Menschen ums Leben. Es gab bis zu 130 Verletzte, wie ukrainische Behörden mitteilten. Die Angriffe hätten große Schäden verursacht und die Stromversorgung beeinträchtigt. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky sagte, Russland habe bei den Angriffen fast 100 Raketen verschiedener Typen abgefeuert. Mindestens 70 davon seien abgeschossen worden. In seiner Abendansprache lobte Zelensky die vom Westen bereitgestellten Luftabwehrsysteme Patriot und NASAMS. Sie hätten Hunderte von Leben gerettet. Nur an einem Tag sollen mithilfe der Abwehrsysteme 10 russische Kinjal-Hyperschallraketen abgeschossen worden sein, so der ukrainische Präsident. Derweil setzte die Ukraine ihre Angriffe auf russische Grenzgebiete fort. Laut russischen Behörden habe es mindestens 50 Angriffe in der Region Belgorod gegeben. Putin bezeichnete den ukrainischen Beschuss als terroristischen Akt und sagte, er wolle die Angriffe auf die Ukraine verstärken. Das russische Verteidigungsministerium veröffentlichte Bildmaterial über Russlands jüngste Raketenstarts.